sagen wir willkommen zum nächsten Vlog bzw. zum Infovideo für euch. Ich bin mal gebeten worden, ich soll einmal zeigen, wie man bei einer Presse das Garn einfädelt. Und ich habe schon gesagt, bei der Presse, ich will was nachrüsten. Und das habe ich beides gemacht. Zum Garn einfädeln, wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich einmal. Und zwar geht es wie folgt. Ich mache sowas immer gerne in der Maschinenhalle und nicht auf dem Feld, geht natürlich genauso. Aber wenn man sich nicht eisauer muss, damit ich das sporen kann, macht man das. Zuerst einmal habt ihr Garn rollen. Schaut es so aus. Das ist jetzt Kunststoffgarn. Das Ganze gibt es auch als Sisalgarn. Das ist Kunststoffgarn. 400 heißt 400 Meter haben 1 Kilo. Das wird immer in Kilo angeben. 400 Meter 1 Kilo, 200 Meter 1 Kilo, 600 Meter 1 Kilo und so weiter. Gibt es verschiedene Ausführungen. Das ist jetzt eins mit 400 Meter pro Kilo. Und wenn ihr einfädeln wollt, dann müsst ihr zumindest, also müsst ihr das Garn aus dem Inneren nehmen. Also ihr habt eure Garnrollen. Ihr habt zwei Enden. Der, wo außen sitzt, wie jetzt da, ist es nicht. Ihr seht schon, kann man nichts ziehen. Da das selber kann man dran ziehen, wie man will, geht nicht. Ihr habt zwei Enden. Das Ende, was in der Mitte drin ist und das, was sich schön rausziehen lässt, wie jetzt das da, das nehmt ihr. So. Zuerst geht ihr zum Garnkasten raus. So. Dann kommt die Garnbremse. Mal gucken, ob das mit einer Hand geht. Aufmachen. Garn durch. Na. Dann merkt ihr schon, ob ihr einen Widerstand. Wie gesagt, das ist die Garnbremse. Nach der Garnbremse kommt bei der AB12 jetzt da unten ein Ösen. Durch die geht es so durch. Dass das Garn quasi so durchläuft. Dann seht ihr da unten die Federn. Die halten das Pulsieren vom Garn dann ein wenig zurück. Jetzt müsst ihr durch so eine Federn durch, geht ihr oben rein. Zack. Dann rausziehen. So. Die Spanner sich da noch, die sind jetzt entspannt. So, dann geht es unter die Presse, da geht es gleich weiter. Jetzt habt ihr am Nadelend hinten, also das sind jetzt die Nadeln vor der Presse. Das da. Habt ihr da eine Ösen? Da geht das Garn durch die Ösen durch. So. Dann habt ihr da unten an der Nadel selber Führungen. Das Garn muss in der Nadel geführt werden. Quasi da durch. Da durch. Aha. Und dann kann man rausziehen. So. Das ist Garn quasi in der Nadel drin läuft. Dann kommt es darauf zu der Rollen. Und der Rollen müsst ihr oben durchstecken. Über die gleitet es dann. So, und wenn ihr bis hierher seid, dann sind wir unten Haken. Und da wird es angebunden. So, und das wird mit der anderen Hand jetzt lustig. Einfach an Knoten. Und so einfach ist das Einfädeln. Das geht wie gesagt im Feldeinsatz genauso. Ich mache sowas immer gerne in der Halle, wenn ich eh weiß, dass leer wird. Da wird man nicht zu dreckig, die Presse ist eh sauber, kommt man schön an. Das war die erste Seite. Und die zweite Seite machen wir auch gleich noch. So, die zweite Seite geht genauso. Garn inneres nehmen, aus dem Garnkasten raus. Durch die Garnbremse. Durch die erste Öl, durch die Feder,
durch die nächste Ösen. Wieder durch die Nadel. An der Rollen vorbei. Mal gegen festmachen. So. So, ich habe jetzt die Presse umgeballt. Ich stehe jetzt schon hier im Stadel, weil drüben war ich nämlich im Weg. Was ihr jetzt dann machen müsst, wenn das Eichfädel ist, ihr müsst hinten auslösen. Das wäre jetzt quasi der Bindevorgang ist eingeleitet. Und jetzt müsst ihr dann durchdrehen. Ich drehe jetzt da vorne am Rad. Ja, ich drehe am Rad, ne? Und stelle euch einmal da hinten ab, dann seht ihr quasi, wenn die Nadeln hochkommen. Der Bindevorgang muss auch mal vorher ausgeführt werden. Und ab dann ist das Garn abgeschnitten. Unten hängen auch noch zwei Fäden runter. Muss angebunden werden und dann kann man pressen loslegen. Der Bindevorgang ist jetzt einmal behend ausgelöst. Und wenn es geklappt hat, ja genau, dann sieht man nämlich das Garn da. Es ist einmal unten nur mit Knüpfen rum. Da oben beidseitig ausgelöst. Und im Presskanal drin sieht man es jetzt auch. Genau. Ja. So passt es. Ich bin gerade am überlegen, ich glaube, das musste man sogar unten dann wegschneiden. Das Überlehrer drum. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wir schauen einfach mal, ich habe ein wenig loses Material, das jungen wir durch. Und dann sehen wir schon, wenn es verkehrt war, werden wir es merken. Aber was anderes noch. Ich habe in der Presse was nachgerüstet. Ich habe gesagt, meine Ballen die sind mir nicht fest genug. Und ich habe jetzt Schuppenbleche nachgerüstet. Das sind ja Dinge da seitlich, die Ruden. Die sind hinten offen, das heißt, kann drüber rutschen nach hinten, kann aber nicht mehr nach vorne zurück. Alles, was der Kolben verdichtet, wird fester. Ja, ob das Ganze auch funktioniert, werden wir sehen. Schauen wir einfach mal. Nee, wird doch gleich runtergeschnitten. Ich habe es jetzt unten abgeschnitten, das Garn. Über die Dinge, wo ich es angebunden habe. Und ja, dann kann man es einfach rausziehen. Dann sieht man gleich, ob die Knoten was waren. Das ist jetzt auch Knoten. Und so sehen die anderen danach aus. Das andere Garn hängt noch drunter. Ja, komme ich natürlich jetzt ganz beschissen noch. So ist das End. Anziehen. Rutscht vom Knüpfer. Gebunden. Fertig. Dann legen wir mal los.
So, der erste Ballen, das war so ein Riesending, da war er nicht gleich gebunden. Ist aber nicht schlimm. Den habe ich einfach wieder durchgeschoben. Ja, das loser Zeug, was ich jetzt da durchgepresst habe, das ist das, was halt oben auf dem Boden liegt. Was teilweise Ballen aufgegangen sind, die ich dann auf Seiten gelegt habe, die habe ich jetzt durchgejocht. Sind die ab oder waren 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Ein bisschen ein loses Licht durch dort. Oben ist noch ein wenig lose. Und ja, durch immer auf dem Boden habe ich auch noch loses Zeug. Das mache ich auch noch durch, Jung. Weil dann ist da Platz und da oben Platz für mein Heu heuer. Ja, Heu habe ich noch nicht gemäht, also ist groß. Wird noch ein bisschen dauern, das ist immer so unbeständig, das Wetter nachts hat es wieder gerenkt. Ja, schauen wir mal, kommt noch. Also pressen tut es auch soweit so gut. Die Ballen haben wir schön auf sauberer Kanten. Sieht man da. Sieht man da. Sind eigentlich nicht schlecht. Das einzige Problem, was ich immer habe, das Garn. Jetzt ist es schön stramm, aber wenn es die Ballen ein wenig liegen lässt, dann kannst du das teilweise richtig hochheben. Und dann ist das Band immer ziemlich weit außen da. Seht ihr schon? Ja, das ist wieder so ein typischer Ballen. Das Material recht kurz. Dann geht es ziemlich weit nach außen. Ein paar Mal angelangt. Dann bricht die Kanten da weg. Das Garn rutscht runter und der Ballen ist offen. Ja, das ist immer so mein Problem. Ich kenne auch nicht abpressen, das ist ganz so richtig neigeschnitten da in der Ballen. Das ist so richtig tief drinnen. Bei meinen, da liegt es immer so oben drauf. Puh, ja, keine Ahnung. Weil ich kenne eigentlich die Pressen immer so, dass das ganz so ausschaut. Richtig tief neigeschnitten. Aber gut. Mal rumprobieren. Muss ja irgendwann einmal besser werden. Sonst kommt die weg und dann hole ich mir eine rein. Ehrlich wohl. Ja, keine Ahnung. Normal. Sollte es ja eigentlich funktionieren. Ja, gepresst hat es gebunden hat es auch, soweit es funktioniert. Ja, und sich schauen, was habe ich gesagt, nicht schlecht aus. Aber ich glaube, das geht noch besser. Schauen wir mal, noch ein wenig an der Kantbremse rumspülen. Vielleicht hilft das noch ein wenig, wenn ich die noch ein wenig zumache. Und dann, ja, irgendwann muss es ja dann nochmal gehen. Sehen wir schon. Gut. So, also ich habe gestern mein ganzes loses Zeug gut durchgepresst. Nicht ganz das Ganze, weil vom Struf ist noch ein wenig was drum. Das ist das alte Struf von 2009, das fängt halt langsam das Bröseln an. Ja, ich weiß, ich habe noch so altes Zeug. Wir haben damals 2400 Ballen gemacht und so viel habe ich aber die ganzen Jahre nicht verbraucht. Das ist jetzt mittlerweile halt doch schon 11 Jahre alt. Ne? Naja, was soll ich dazu sagen? Ja, Weizenstroh gewesen, damals voll gebunkert gehabt, alles. Das ganze Feld von oben bis unten gepresst gehabt, das war so viel Zeug. Ja, es wird langsam weniger, also jetzt ist vielleicht noch ein Viertel davon oder sowas übrig. Ich war aber heuer trotzdem wieder ein paar Strohballen mit Pressen. Ich habe Hormenstroh, das kann ich zur Not auch verfüttern, wenn es wäre. Und, gehen wir weiter da. Und dann, ja, passt das auch. Aber was anders, die Ballen, die ich gestern gepresst habe, also insgesamt waren es dann 30 Stück. Das war das ganze loser Material vom Zwischenboden unten, was ich zusammengekratzt habe. Und das ganze Heu, was oben her war. Die paar Ballen, die halt recht lose waren. Ich habe sie auch aufgemacht, habe sie auch gut durchgepresst, weil ich gesagt habe, naja, okay, lässt sie jetzt drum liegen, spätestens beim nächsten Mal, wenn du es dann unter den Kipper schmeißen tust. Oder in die Radlade schaufeln oder sonst was zum Hullen, dann platzen sie da auf, da hast du ein loses Material, was du da rumkutschen darfst, das ist immer scheiße. Ich gedacht, ach dann, die Presse hängt eh gerade dran, lässt es einmal durch und gut ist die Sache. Habe ich gemacht und damit haben wir gesehen, wie die Ballen jetzt ausschauen. Also so schauen sie aus. Die sind jetzt gestern gepresst worden. Ich habe das Material, ist ja kein frisches Heu, ist ja altes Heu, habe ich gleich rauf den Stall. Da habe ich eh wieder Material gebraucht. Ja, da hinten sind auch noch welche und da habe ich noch ein bisschen Strom mit her, beziehungsweise die zwei da, die habe ich mit drauf, die waren aus der Presse, bevor ich das sauber gemacht habe. Die zwei habe ich schon oben stehen gehabt und ja, da ist auch noch so Heuballen. Fest sind sie, ja, ein schöner, sauberer, glatter Kanten, nicht groß ausgefranst, das ist schon mal gut. Die Bänder schneiden da schön ein, passt da. Oben her, ja, besser. Ich kann sie jetzt da noch so ca. 5 cm mit Gewalt anheben. Wenn es so bleibt, ist es in Ordnung. Wenn es so bleibt, ist gut. Ich meine, was jetzt natürlich bei dem da ein Problem ist, das ist
kürzeres Material gewesen, das seht ihr schon. Das bricht in der Mitte, durch das, dass das auch schon recht alt ist. Was jetzt da ein Problem sein könnte, dass die Bänder abrutschen, wenn die jetzt eine schräge Belastung kriegen, rutschen die auf Seiten, reißen das Material, was ja eh schon voneinander ist, auseinander und dann bricht der Ballen aufeinander. Das ist jetzt so bei welchem alten Material, da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ja, aber sonst die Ballen, wie gesagt, sauberer glatter Kanten, gibt es gar nichts, die Schuppenbleche haben soweit funktioniert, also den Materialfluss haben sie auch nicht beeinträchtigt, das ist schon mal gut. Und ja, von der Verdichtung her, davon hat gemacht, die sind schon fester geworden. Schauen wir es einfach einmal. Ja, ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt einmal stationär gepresst und der ein oder andere war es. Mit Stationärpressen, das wäre auch so eine Idee gewesen, dass ich hergehe und sage, ich presse das alles im Stadl. Ich hole es mit dem Ladewagen heim, presse im Stadl zusammen. Klar, das wäre schön. Wäre ja relativ elegant, weil dann jetzt da halt das, was du gepresst hast, direkt im Stadl liegen, kannst du das aufräumen. Aber was dem Vater halt ohne dran nicht gefällt, das ist auch mal die Staubbelastung. Das habt ihr im Video gut gesehen. Gut, das war älteres Material vom letzten Jahr, aber Staub hast du trotzdem immer ein bisschen dabei und der entsteht immer. Egal, ob es auf die Wiesen gepresst war oder nicht, bloß auf der Wiesen fährst du halt weiter und die Wolken, die bleibt hinter dir. Und im Stadl stehst du halt in der Wolken dann drinnen. Das ist das eine. Gut, da gibt es Staubmasken. Das andere ist, wenn die Presse am Bulldog dran hängt, der Bulldog ist eigentlich im Weg. Wir haben neu zugestellt, der Bulldog war quasi einen halben Meter neben dem Stadl gestanden, also so am Tor draußen. Und die Presse gerade so, dass er halt reingepasst hat. Also es waren 5 cm Luft noch auf die Seitenhüben, auf die Wände zu. Soweit haben wir es dann übergeknallt gehabt und dass der Kipper halt reingepasst hat. Mit dem Ladewagen wäre es dasselbe, man muss da auch so weit rüber. Und was halt am stationären Pressen blöd ist, du hast die Handbremse drin und ihr habt gesehen, das Ganze hat wippt. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer für die Handbremse gut ist, wenn der Bulldog von weil das geht doch auf die Bremse. Ich habe zwar schon ein paar Star noch drunter, aus reiner Sicherheitsvorkehrung, weil ich meine, es kann doch einmal was abbremsen oder was geht auf. Darf er zwar nicht, ist mir aber beim KL300 auch schon passiert. Die Zehen haben nicht gescheit ineinander gerast. Abgestiegen, Ladewagen nachhängen wollen und zack, der Bulldog ist zum Tor rausgerollt. Ich war Gott sei Dank schnell genug hinten auf der Ageschiene gestanden und habe die Handbremse angezogen. So was kann aber auch ganz blöd enden. Ich stehe vor der Presse, befüttert die Presse, die Handbremse vom Bulldog geht auf, der rollt nach vorne und dann liegt er unter der Presse. Also, ja, wie gesagt, das ist nicht ganz optimal, deswegen habe ich Start runtergelegt, als Sicherheitsvorkehrung. Aber mit dem Wippen ist halt, ja, die AB12 ist bekannt dafür, die schmeißt dann kleinen Bulldog halt extrem rum. Jetzt sagt da oder anderer vielleicht, nö, dann hängst halt dein IHC vorne noch. Dann haben wir aber das nächste Problem, hänge ich den IHC vorne noch. Dann habe ich noch weniger Platz, um mit am Hänger noch zu fahren. Weil viel Luft war zwischen Kippe und zwischen H15 nicht. Jetzt wenn ich hergehe und stelle da den IHC davor und die Presse, ist nicht toll. Das nächste ist der Bulldog, der läuft die ganze Zeit dann da durch und durch und durch. Verbraucht dabei ja auch Sprit. Ist eigentlich scheiße. Da hat er vorher gemeint, da wäre höchstens eine Möglichkeit, wenn man einen großen Elektromotor hat, einen Drehstrommotor und den nehmen wir, den nach vorne anflanschen und die Presse, dann könnten wir es auch stationär im Stadl betreiben, da hätten wir auch mehr Platz. Die Presse könnte quasi weiter in den Stadl reingestellt werden, was auch nicht ganz verkehrt wäre. Wir könnten mit dem Ladewagen dann schön bequem nachfahren, weil es ist ja kein Bulldog im Weg, den du über den Haufen fährst und dann könntest du halt richtig schön abladen. Das Ganze wäre auch ein wenig leise, weil ich meine, du hast das Bulldog-Geräusch, du hast das Pressengeräusch und so ist halt eigentlich bloß den E-Motor, der da läuft. Und das Pressengeräusch nachher ist auch nicht schlecht. Ja, ich weiß, es ist Jammern auf hoher Niveau und. Aber ich meine, einerseits, da hat er schon recht. Wir haben ein Solaranlage auf dem Dach drauf, ein Photovoltaikanlage, die produziert dann Strom. Wir könnten auch nutzen, bloß, ja, man verfährt den Sprit quasi ja so und dann. Es laufen halt dann in dem Moment zwei Schlepper durchgehend. Wenn du das Zeug auf die Wiesen holst, dann hast du halt wirklich bloß, du fährst auf die Wiesen, dann trägst du ein paar Ballen zusammen, fährst mit dem Bulldog zu einem Haufen nach, machst den Bulldog aus, lädst auf, schlägst es. Fährst zum nächsten Haufen, so funktioniert es. Bulldog ist aber zwischenzeitlich immer aus. Da, wenn ich jetzt dann stehe, der KA15 läuft oder der KL300 läuft, vor der Presse und presst und macht und tut,
Und der Bulldog, der wohl eine Ladewagen drauf hat, ist dasselbe. Also wie gesagt, du hast halt mehr Spritverbrauch und natürlich die größere Fahrerei. Auf den Ladewagen kriegst du lange nicht so viel drauf. Ich denke mal auf den Ladewagen das Material, was ich drauf bringe. Ich habe gesehen, das auf dem Kipper war jetzt nicht groß verdichtet, das war ja bloß lose draufgelegen, aber das waren 12 Ballen. Das war eine ganze Kipper voll. Der Ladewagen, gut, der verdichtet jetzt natürlich ein wenig. Dann sagen wir mal, auf dem Ladewagen vielleicht 20 Ballen. So, dann fährst du auf die Wiesen, dann lädst du vielleicht zwei Moden ein, fährst heim, lässt es durch die Presse, hast 20 Ballen gepresst, fährst wieder. Die Fahrerei ist natürlich schon mehr. Ich meine, gepresstes Material, das ist verdichtet, das ist ein Haufen Holz, oder? Das ist halt schön fest. Fährst du weniger, ist logisch. Aber gut, wie gesagt, das müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Vielleicht probieren wir mal die Varianten mit Drehstrommotor. Allerdings haben wir dann ein Problem, weil die Presse, die wippt ja. Und wenn dann von einer Kabuldirk davor steht, dann könnte es ein Problem haben. Aber gut, das wird sich auch lösen lassen. Aber mal gucken, wie wir es umsetzen. Vielleicht presse ich trotzdem wieder auf der Wiese eine Ballenrutsche, habe ich bislang nicht gekriegt. Beziehungsweise die wo ich finatet oder die mir angeboten waren, stehen leider immer ein wenig weit weg. Das Problem ist, ich kann es selber nicht holen. In mein Auto bringe ich es auch nicht rein. Einen Hängerschein habe ich nicht, sprich, ich darf es auch nicht mit Hänger holen. Wenn ich den Vater brauche zum mit dem Hänger fahren, dann muss ich mich wieder mit ihm abstimmen, dass es irgendwann einmal passt. Ich kann auch nicht hergehen und kann sagen, so, du musst jetzt mit mir die Ballenrutschen holen, weil ich bin da aufs Wohlwollen von ihm angewiesen. Er muss Zeit haben, ich muss Zeit haben. Du hockst dich ins Auto, du fährst da irgendwo hin und wenn es dann 200, 300, 400 Kilometer sind, um das Ding zu holen, ja, naja. Schauen wir mal. Irgendwie wird sich das umsetzen lassen. Ich denke, genug gelabert für die Folge, genug Blödzeug gesabbelt. Ich habe das Garneifädeln mir gezeigt, wie das funktioniert. Ich habe die Schuppenfläche gezeigt, wo die sitzen bei mir. Also, ich habe es auch nicht direkt hinter den Kolben. Wäre wahrscheinlich schon gegangen. Ich habe es auch aber dort, naja, aus Sicherheitsgründen nicht noch gemacht, wo mir mit dem Kolben doch ein wenig zu knapp. Ich habe schon überlegt, ob ich es auch vielleicht nur ein Stück weiter vorversetze oder was, aber erst einmal gucken, wie es sich jetzt so bewährt. So, nur wenn man halt noch mal welcher kauft, dann machen wir noch mal zwei neu. Doppelt hält besser oder so ähnlich. Nee, Spaß beiseite. Wie gesagt, da gucken wir mal, ob das funktioniert. Soweit hat es gepasst. Im Feldeinsatz schaut das Ganze wieder anders aus. Da hast du eine gleichmäßige Befüllung, können die Ballen noch besser werden. Das Material ist nicht schon fünfmal durch die Presse durchgelaufen quasi und 10-mal rumgeschmissen worden und mit der Gabel geknickt und was der Teufel, weil, ja, wie gesagt, das Bruchmaterial, oder das ist halt, das ist schon mal geschnitten worden in der Presse und man hätte sich sparen können. Gut, so ist das los auch weg. Ich habe Platz im Stadel oben, ich habe Platz im Zwischenboden. Das reicht, gut ist, passt. So, und jetzt nichts mehr weiter, sonst wird es bloß länger. Ich wünsche euch was, schönes Wochenende noch, bis die Tage, Servus!